Ja, die ADAC Nordbaden, wie gesagt, ist jetzt derjenige Veranstalter dieser Veranstaltung, aber es gibt eine ganze Reihe von Vorveranstaltungen, an denen diese Heidelberg Historik ja eigentlich erinnert. Seit 20 Jahren gibt es diese Heidelberg Historik, aber sie erinnert natürlich an viele Dinge, die es vorweg gab. Die Heidelberger Mitternachtsfahrt aus den 50er Jahren, die Rallye Alt-Heidelberg, die Rallye Schloss Heidelberg, das war alles, was damals Fahrer von Rang und Namen hier im aktuellen Rallye-Geschehen in ihr wunderschönes Gebiet rund um Heidelberg gelockt hat. Kein anderer als Walter Röhrl war einer derjenigen, der einer der letzten, die 1984er Schloss Heidelberg mit seinem legendären Sportquattro gewinnen konnte. Und seit dieser Zeit fängt man wieder an, die Geschichte aufzurollen, indem man diese Fahrzeuge historisch hier einlädt und das mit viel, viel Erfolg. Gerade mal zum Thema Audi, weil wir dabei waren. Walter Röhrl, wie gesagt, der Audi Quattro. Das Thema Rundstrecke ist von Audi ja auch immer bespielt worden und wird es auch heute noch gemacht. Deshalb auch nochmal der Hinweis, dass wir den aus dem Audi-Traditionsbereich hier den Wagen vom Striezel Stuck stehen haben. Aus dem Rundstreckenbereich, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft 1990 war das Jahr, als Audi mit diesem großen, mit der großen V8-Limousine in den Deutsche Tourenwagenmeisterschaft eingestiegen ist. Man wollte es eigentlich erstmal so ein bisschen ausprobieren. Man hatte diesen V8 Quattro, also mit der Quattro-Technik auch, für die Rundstrecke gebaut als DTM Evolution Modell mit der Vierventiltechnik mit 3,5 Liter Hubraum und hatte dann in der Endphase 470 PS dazu. Und 1990, also im ersten Jahr, als man diesen V8, der steht da drüben übrigens so neben dem Zelt der Heidelberger Brauerei, als man den einsetzte, hat er gleich im ersten Jahr mit Striezel Stuck diese deutsche Tourenwagenmeisterschaft gewinnen können. Das Jahr 1991 war wieder ein Sieg für Audi, diesmal war es der Frank Bieler, der gewonnen hat. Das Jahr 1992 war es dabei, dann gab es ein bisschen Protest zum Thema, ich glaube es war die Kurbelwelle, und dann hat sich Audi aus dem Thema wieder zurückgezogen. Aber sie haben in diesen 2-3 Jahren bewiesen, dass man also mit der Quattro-Technik und diesem großen 8-Zylinder-Chauffeurwagen eigentlich auch deutsche Tourenwagenmeisterschaften gewinnen kann. Ja, der eine oder andere wird sich fragen, wenn heute abends, nein, morgen abends die große Siegerehrung ist, wir fahren ja morgen den ganzen Tag auch noch, wenn morgen Abend die große Siegerehrung ist, wer hat denn da gewonnen, nach welchen Regularien geht es eigentlich? Ich kann Ihnen sagen, es hat überhaupt nichts mit dem Thema Höchstgeschwindigkeit zu tun. Also eine historische Veranstaltung geht nach den Maßeinheiten, die man auch damals hatte. Sie wissen, dass zum Beispiel die Rallyes auf Bestzeiten erst hier in Deutschland Mitte der 60er Jahre überhaupt auf den Markt kamen, als das Gros dieser Fahrzeuge schon gebaut war. Was man davor gemacht hat, waren sogenannte Gleichmäßigkeitsprüfungen. Eine große Herausforderung für das gesamte Team und auch das Fahrzeug. Man muss bestimmte Strecken in einer bestimmt vorgegebenen Schnitt fahren. Und Kuno Hug und sein Rallyeleiter sind da mal ganz gemein, die sagen natürlich, wo das Ziel ist. Das heißt, sie müssen also